Präsidentin, liebe Christa Voss-Schulte, lieber Guido Spöri, Herr Landrat, Herr Bürgermeister, verehrte Delegierte und Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme in Ihrem Kreis und herzlich willkommen in Baden-Württemberg. Gerlingen ist eine überzeugende europäische Stadt. Der Bürgermeister Herr Brenner, aber auch seine Vorgänger haben seit Jahrzehnten mit Städtepartnerschaften, mit Schülerprogrammen, mit Kulturaustausch in vielfältiger Hinsicht enorm viel für eine europäische Einstellung der Bürgerschaft gemacht. Den Landkreis Ludwigsburg trifft dies ebenso zu. Und generell Baden-Württemberg, wir haben Interesse am europäischen Erfolg. Baden-Württemberg war die Armutsregion Europas. Und erst in den letzten 60 Jahren mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, mit der Aussöhnung mit Frankreich, hat unser Land wirtschaftlichen und sozialen Erfolg erreicht. Wer einmal im 18. und 19. Jahrhundert die industrielle Entwicklung Deutschlands beobachtet, Ruhrgebiet, Mannheim, auch Stuttgart, München, aber südlich von Karlsruhe ging nichts. Denn die Unternehmen, die Investoren wussten, dort wo ständig Kriegsgefahr besteht, wird nicht in Immobilien investiert. Das heißt, die Aussöhnung mit Frankreich durch De Gaulle und Adenauer vor Ort im Elsass und in Baden-Württemberg war für uns nicht nur für den äußeren Frieden wichtig, das ist das Allerwichtigste, nein, auch der innere wirtschaftliche Erfolg hat sich erst danach eingestellt. Und ein Exportland wie Baden-Württemberg hat überragendes Interesse an der europäischen Entwicklung, weil die Märkte Frankreich, Italien, England, Benelux und Osteuropa für uns Märkte des Aufstiegs waren und auch in Zukunft hoffentlich sind. Baden-Württemberg, ein europäisch geprägtes Land. Die beiden großen Flüsse Europas fließen bei uns durch. Europa am Rhein gegründet, Belgien, Holland, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und dann über den Alpen Italien. Und die Erweiterung fahren und findet entlang des zweiten Flusses, der gar in Baden-Württemberg entspringt, in der Donau statt. Das heißt, wir sind in der Tat eine Kernregion. Und wer einmal West, Ost, Nord, Süd die großen Verkehrsströme beobachten will, die meisten münden in Baden-Württemberg, fließen bei uns durch. Im Rheintal, aber auf der Achse Karlsruhe, Ulm oder Paris-Wien in größerer Dimension. Das heißt, wir sind am Erfolg Europas interessiert. Und dies gilt auch, wenn man in die Geschichtsbücher schaut. Es ist gerade einmal stark zwei Jahrhunderte her, da war Napoleon hier in Ludwigsburg und hat den armseligen Herzog von Württemberg gefragt, mit mir oder gegen mich. Er hat in seine Waffenkammer geschaut und entschieden, lieber mit ihm als gegen ihn unterwegs. Und dann zogen die Württemberger und die Badener 20.000 mit den Franzosen gegen Wien und gegen Berlin und gegen Moskau in den Krieg und gerade einmal 2000 kamen zurück. Wir haben mit Napoleon Schlachten gewonnen und dann gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. Jahrzehnte später waren wir von der großdeutschen Lösung überzeugt und zogen mit Wien gegen die Preußen in den Krieg und verloren und haben dann 4 Jahre später mit den Preußen gegen Frankreich erfolgreich Krieg geführt. Baden-Württemberg war immer Spielball Europas. Andere haben entschieden, wo Kriege stattfinden, wir durften oder mussten mit. Und deswegen die Europäische Union, die Aussöhnung nach dem von uns verschuldeten Zweiten Weltkrieg, die Freundschaft mit Frankreich, das frühe, ehrenvolle Angebot, Mitglied zu werden, die NATO und Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, all dies sind die Grundlagen für unseren heutigen wirtschaftlichen und sozialen Erfolg, für unser kulturelles Ansehen weit über Europa hinaus.
Deswegen wollen wir und werden wir und müssen wir weiter daran arbeiten. In Ehrenamt, in Hauptberuf, auf kommunaler Ebene, in überparteilichen, erfolgreichen Vereinen der Europa-Union und auch in der Politik. In diesem Jahr haben wir zweimal Bilanz zu ziehen. Zweimal mit dem Namen Lissabon. Der Lissabon-Vertrag, der nach vorne geht, ein großer Erfolg, zäh erkämpft, eine neue Grundlage für die Organe des Parlaments, des Rates, der Kommission mit neuen Ämtern, einem Präsidenten, einer hohen Vertreterin, kurzum, es beginnt ein neues Kapitel. Am 1. Dezember ging es los. Und zweitens, der Lissabon-Prozess, eher kein Erfolg. Wir hatten uns vor wenigen Jahren vorgenommen, dass Europa technologisch, wirtschaftlich an die Spitze will. Aber in den letzten 10 Jahren haben wir eher Tabellenplätze verloren, eher Märkte und Entwicklungen abgegeben. Die Dynamik der Welt in Asien, in Indien, in guten Jahren in Russland, eingeschränkt in Amerika, ist größer als bei uns. Und machen wir uns nichts vor. Nach der jetzigen Wirtschaftskrise wird es nicht mehr so sein, wie es in den besten Jahren vor der Krise war. Wer glaubt, das sitze man aus. Kurzarbeit, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Danach wieder Vollbeschäftigung, volle Auftragsbücher. Ich will uns alle darauf einstimmen, dass nach der Krise für die Unternehmen, für die Arbeitswelt und für den Staat die Entwicklung im Wettbewerb weit härter als jemals zuvor werden wird. Europa, wir sind 450 Millionen Einwohner. Allein Indien hat eine 2,5-fache Zahl, allein China eine mehr als 3-fache Zahl. Und um uns herum wollen alle in die Europäische Union und wollen Partner für uns sein. Und um uns herum sind mehr Menschen als innerhalb. Wer einmal die Bevölkerungszahl von Ukraine, Russland, Türkei, dem Nahen Osten, Nordafrika betrachtet, die sind mehr als wir und sind ärmer als wir und sind hungriger als wir und sind jünger als wir. Ich spreche nicht von der Wagenburg. Ich spreche von einer Entwicklung, dass Europa seine Kräfte bündeln muss, Ziele formulieren muss, ansonsten werden wir wirtschaftlich von den anderen überholt. Deswegen, es gibt zur Europäischen Union keine andere Möglichkeit. Sie ist alternativlos. Ich plädiere dafür, dass man, nachdem der Lissabon-Prozess nur teilweise erfüllt worden ist, jetzt gemeinsam prüft, was denn die Strategie 2020, die der Kommissionspräsident öffentlich dargestellt hat, für uns alle eine Herausforderung heißt. Die Europäische Union und ihre Vorläuferinstitute wurden gegründet wegen der Sicherung von Nahrungsmitteln einerseits und wegen der Sicherung von Energie andererseits. Landwirtschaft und Montanunion waren neben Frieden und Aussöhnung die Gründungsidee. Ich behaupte, dass wir im nächsten Jahrzehnt und nach 2013 auf dem Weg zu 2020 erreichen müssen, dass nicht noch mehr Geld in Landwirtschaft ausgegeben wird. Weil ich glaube, dass Nahrungsmittel, Landwirtschaft, aber auch wichtige Aufgaben der Landbearbeitung in nationaler, regionaler oder gar lokaler Hand gut aufgehoben sind. Das heißt, kein neues Milchprogramm auf europäischer Ebene, sondern eine Regionalisierung des Gründungsthemas scheint mir angezeigt zu sein. Zumal die Agrarstruktur in Europa in 27 Ländern, nein, sogar innerhalb Deutschlands, sehr heterogen und unterschiedlich ist. Das Thema Montanunion, Energie, ich komme darauf zurück, muss das Wachstumsthema Europas sein, weil Versorgungssicherheit, gleiche Standards, eine Entwicklung einer Infrastruktur für Transport